Liebe Leute und herzlich willkommen zur weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Es ist ein neues Update rausgekommen. Wir sind jetzt in der Version 1.2.0 und es regnet anscheinend in meiner Insel. Das ist jetzt, glaube ich, das zweite Mal in einem Monat oder über einem Monat, dass es endlich mal wieder regnet bei mir. Und ja, was bringt dieses Update, Leute? Der Earth Day ist da, aber da wird Melinda bestimmt gleich auch noch was zu sagen. Oh, man sieht sogar im Hintergrund, dass es regnet. Das ist ja richtig der Braidfuck. Hab ich noch nie gesehen. Naja, hallo liebe Bewohner. Es ist Donnerstag. Zurzeit wird auf Visimania der Tag der Natur. Ah, okay, heißt Tag der Natur im Deutschen. Begangen eine wichtige Erinnerung für uns alle, was wir tun können, um unsere Umwelt zu erhalten. Der 4. Mai ist eure letzte Chance, an der Aktion teilzunehmen. Ziehen wir an einem Strang für Mutter Natur. Weiter mit dem Neuesten von heute. Dank eurer regelmäßigen Einkäufe läuft Luxnaden wirklich gut. Ja, ich war da ein bisschen spät, Leute. Man muss ja irgendwie einen Monat warten und 200.000 Money ausgeben oder so. Oder verdienen, damit Luxnaden größer wird. Und anscheinend ist es jetzt soweit. Heißt, der wird morgen umgebaut. Okay, morgen ist Freitag. Ich hoffe, ich brauche den da nicht so dringend. Aber ja. Schön, danke Melinda. Ich weiß, alle anderen Leute haben das schon, aber ich bin mal wieder langsam. Oh, es regnet, das ist richtig schön. Ich mag es, wenn es regnet, das ist so beruhigend irgendwie. Naja, als allererstes schauen wir natürlich wieder in unseren Briefkasten. Da könnte was von der Katharina sein. Ja, tatsächlich, das ist sehr cool. Oh Gott, was habe ich mir denn hier alles gekauft? Der Gulliver hat mir irgendwas gegeben. Ein Souvenir, er sagt ja leider nicht, was er gibt, ne? Nee. Shopping mache ich später. Der Guido hat mir auch was geschenkt. Ich habe dieses Kostüm zum Verkleiden spielen gekauft. Aber es ist richtig unbequem, wenn man darin ein Schläfchen machen will. Also dachte ich, hier steht es sicher besser als mir. Hier, bitte. Danke, Guido. Was steht unten? Lass uns mal Verkleiden spielen. Das ist eine sehr gute Idee. Nintendo schenkt dann auch noch was, weil man, glaube ich, geupdatet hat. Genau. Bin ich auch sehr gespannt. Nogdai Wackbank. Im Zuge einer Preisanpassung haben wir die Guthabenzinsen für ihr Konto gesenkt. Mit diesen kleinen Geschenken bedanken wir uns für ihr Verständnis. Was? Weniger Geld? Durch Zinsen? Gibt's ja gar nicht. Und Tom Nook hat auch noch was geschrieben. Im Zeitraum bis zum 4. Mai gibt es eine spezielle Aktion für Mitglieder von Nook Mine plus zum Tag der Natur. Alles weitere möchte ich dir persönlich erklären. Alles klar, gehen wir gleich nochmal dahin. Und die Katharina hat mir Blumen geschickt. Dafür habe ich aber gerade keinen Platz im Inventar. Sorry, Katharina, aber trotzdem danke. Dann eine Weltkarte von Nintendo. Ein Sterni-Sackteppich. Von Nook wahrscheinlich? Ja. Vermutlich, weil da die Zinsen runtergegangen sind. Und eine Südpol-Markierung von Gulliver. Kann übrigens sein, dass ich ein bisschen verschnupft mich anhöre. Ich habe anscheinend Heuschnupfen. Das ist das erste Jahr, wo ich das habe. Ich finde es nicht so geil, aber anscheinend habe ich es. Oder es ist einfach nur eine Erkältung. Das kann auch sein. Aber Mama hat gesagt, das ist Heuschnupfen. Also wird das bestimmt stimmen. Also, wir gucken uns das Zeug mal an. Südpol-Markierung. Was denn das? Ah, so ein Pol, den der Weihnachtsmann hat. Ah ja. So, damit jeder weiß, wie reich ich bin, packe ich den natürlich in den Eingang. Und noch eine Weltkarte haben wir bekommen. Zack. Ja, geil. Das kommt natürlich neben Charlie, damit man sieht, wo er schon überall aufgetreten ist. Ja, nette neue Sachen. Ich habe auch mein Haus hier ein bisschen umgestaltet. Dass nicht alles auf dem Boden liegt, habe ich hier ein paar Steinhocker und sowas halt gemacht. Und hier ein Goldskarabäus, auf den bin ich sehr, sehr stolz, Leute. Der ist cool, oder? Ich mag ihn. Und ich habe endlich ein Futonbag. Das finde ich auch sehr gut. Na, egal. Ihr wollt bestimmt Tag der Erde sehen, deswegen gehen wir mal auf den Festplatz und gucken, ob da vielleicht hier ein Gärtchen ist oder so. Gerd, ha, jetzt verstehe ich das erst wegen Gärtnerei und Gerd und so. Mhm, witzig. Ja, hi Gerd, da ist er. Der Gärtnerei Gerd. Ah, ich grüße dich und willkommen in meinem kleinen Lädchen. Würdest du mir wohl deinen Namen verraten? Ich bin Dizzy. Hi. Dizzy, sagst du, ein wirklich hübscher Name. Oh, ach so, ich heiße übrigens Gerd. Warum ist er so schüchtern? Ich hörte, hat mein guter Freund Nepp hier einen Laden eröffnet. Da wollte ich mal kurz vorbeischauen. Nepp hat mir erzählt, dass diese Insel vor dieser Ankunft verlassen war. Wie aufregend. Nun, du musst sicher erst einmal jede Menge Unkraut jäten. Nun wartet die Insel bloß darauf, von dir behagt und wunderhübsch gestaltet zu werden. Das ist sie doch bereits. Und ich habe Blumensamen und Büsche, um dir bei diesem Paradies zu helfen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, die kosten ja fast gar nichts. Ich hoffe, man kann davon auch mehrere auf einmal kaufen. Oh, und das sind nur Setzlinge. Das heißt, die müssen erst wachsen, ja? Honig, Duftblütensetzling. Ich hätte so viele Blumen ausgraben müssen, weil ich überall diese Büsche hinpacken will. Oh mein Gott. Und was hat er sonst noch? Unschuldrose, Weißkosmea, genau. Das sind einfach Rosen, die man sonst... Oh, Liebesrosen! Die muss ich auf jeden Fall kaufen. Das sind die roten Rosen. Wenn man nämlich zwei rote Rosen nebeneinander legt, dann werden die so komisch schwarz. Und schwarze Rosen sind ja wohl richtig geil. Aber muss ich ganz viele kaufen. Ja genau, und der Gerd wird jetzt auch nach diesem Event immer mal wieder kommen. Also er ist einfach so ein Besucher, der immer mal wieder kommt.
Und wie im letzten Video auch schon erzählt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er noch seine eigene Gärtnerei bekommt, falls dann später irgendwas mit Gemüse oder sowas da sein wird. Aber wahrscheinlich noch nicht mit diesem Update, das kommt dann erst noch. Ja, du hast jetzt aber nichts erzählt vom Tag der Erde, ne? Aber da wollte ja auch der Nook eigentlich was sagen. Übrigens, wenn es bei euch regnet, Leute, fangt eine Schnecke. Die gibt es nämlich nur bei Regen. Genauso wie den Quastenflosser. Also wenn ihr die beiden noch nicht habt, dann guckt beim Regen auf jeden Fall mal und geht da gezielt nach. Warum ist da ein Vogel? Den habe ich auch noch nie gesehen. Hallo, der Nook. Ich bin die Traube Dizzy und würde gern mit Ihnen reden. Oh, Dizzy, falls du unsere Postkarte gelesen hast, weißt du es ja schon. Für kurze Zeit haben wir eine Sonderaktion zum Tag der Natur. Während dieser Aktion gibt es für umweltfreundliche Aktivitäten mehr Meilen als sonst. Und außerdem gibt es noch ein besonderes Geschenk für alle Teilnehmer. Ich hoffe natürlich, dass unsere Inselbewohner immer auf die Umwelt achten, nicht nur am Tag der Natur. Dann schauen wir uns doch mal die Nook-Meilen Plus an. Hat man ja auch schon im Trailer gesehen. Wir sollen machen einen Buschsetzling pflanzen. Nee, 3 Stück gleich. Gibt's aber tatsächlich auch 1000 Nook-Meilen für. Ach so, da ist dann immer so ein Setzling dran. Oben links sieht man's. Das ist immer dieser Tag der Naturaktivität. Es ist dann immer nur einer am Tag. Okay, das ist ja weird. Nun können wir noch was in unserer Kiste drehen. Oh ja, ein Rostbauteil. Mega nice. Danke. Dann müssen wir natürlich auch noch ein paar Buschsetzlinge kaufen. So, welche sind denn schön? Ich finde diese beiden rechten hier irgendwie nicht so geil. Die sehen halt so meh aus. Aber die Azaleen, die sind echt hübsch. Meint ihr, die beiden rechten Büsche, die werden sich dann auch verändern? Also je nachdem, wann er da ist. Weil die ersten beiden, die sind ja anscheinend, wenn die in der Blütezeit sind, so Büsche. Und die beiden rechts, die könnten wahrscheinlich random sein. Aber vermutlich auch nicht. Wahrscheinlich gibt es gar nicht so viele Büsche. Verschiedene zumindest. Naja, wir kaufen erstmal ein paar. Wir könnten eigentlich unseren Bewohnern auch Sachen mal schenken. Hier, komm. Hallo, hallo Guido. Herrchen, guck mal hier, was ich für dich habe. Einen Toaster. Das braucht man bei der Regenzeit. So ein schönen Toaster, um sich aufzuwärmen. Danke, ich liebe solches Zeug. Als Dank gebe ich dir diesen Teekessel. Cool. Das ist übrigens einer meiner Lieblingsbeschäftigungen tatsächlich. Meinen Leuten einfach Stuff zu geben. Hier, die ganze letzte Reihe ist alles Zeug, was ich meinen Bewohnern einfach schenken will. Ja, die Bea kriegt auch noch was. Bea habe ich ein Taktmesser, weil die ist sehr gebildet und so. Dann spielt die bestimmt auch Klavier oder sowas. Außer, das ist ein Messer, mit dem man so zwischen den Fingern schneiden muss. Also dieses komische Piratenspiel. Und das macht ja dann auch einen Takt. Also kennt ihr das? Dieses Tak, 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 Tak. Vielleicht ist das ein Taktmesser. Das kann auch sein. Und wir kriegen einen Pulli mit Kopfhörern. Und wo ich gerade sehe, hier, Leute, noch eine Neuigkeit, da der Guido hier gerade singt. Er singt ja gerade, was singt er denn hier? Weil man kann jetzt zum Beispiel hier KK Parade reinpacken. Das ist jetzt hier drin. Und habe ich vielleicht noch irgendwo so ein Teil? Sehr cool. Aber zum Beispiel kann ich jetzt hier auch hier in meinen Kaffee gehen, das ihr noch gar nicht gesehen habt, aber ihr seht es zum ersten Mal. Und hier kann ich jetzt ein anderes Stück auswählen, was einfach besser zum Kaffee passt. Das ging ja zum Beispiel, das ging vorher, vor dem Update nicht. Und jetzt kann man halt in jeder Anlage auf der Insel ein anderes Lied einstellen. Und beim Kaffee wird natürlich der KK Kaffee Blues gespielt. Was hast du denn gedacht? Ja, das ist auf jeden Fall hier mein Kaffee, den ihr noch gar nicht kanntet. Ich hatte leider nur eine Tasse, aber da ist zumindest ein Kaffeesymbol drauf. Und man kann sich auch nicht hinsetzen. Aber ja, ist halt nur für den Style, Leute. Ist nur für den Style. Ist ein kleines Kaffee. Solange das echte Kaffee noch nicht da ist. Aber man kann sich hier zum Beispiel auch hinterstellen. Und dann kann man hier aber den Leuten aus dieser geilen Kaffeemaschine Kaffee servieren. Hallo da. Mit Nadine will ich nicht reden. Die soll nämlich endlich mal ausziehen, die blöde Kuh. Aber Pia können wir noch was geben. Nur für dich ein Skateboardhelm. Das ist doch was für dich, oder? Du als It-Girl magst doch bestimmt Skateboardhelme. Ja, sie zieht die sogar sofort an. Und ich finde das so süß bei den Bewohnern. Dieser Skateboardhelm ist einfach viel zu klein für sie. Aber sieht cool aus. Bei denen sieht das cool aus. Der schützt sie halt gar nicht. Das ist einfach nur so ein Mini-Hut, den die aufhaben. Voll witzig. Gut. Ansonsten war ja noch im Update drin, dass das Museum größer wird. Und jetzt bin ich mir auch sehr sicher, dass das tatsächlich, also auch äußerlich, größer wird. Und zwar soll ja eine Kunstgalerie hier Einzug finden. Allerdings muss der dafür erstmal größer gemacht werden. Dizzy, schön, dass Sie da sind. Ich habe nämlich große Neuigkeiten für Sie. Huhu. Im Museum ist nun Platz für mehr Ausstellungsgegenstände denn je zuvor. Das haben wir allein Ihren stetigen Bemühungen sowie der Kooperation aller Inselbewohner zu verdanken. Infolgedessen gedenke ich, dieser Etablissement um eine Ausstellung erlesener Kunstwerke zu erweitern. Sollten Sie also je in den Besitz eines Kunstwerks gelangen, scheuen Sie sich nicht, es mir zu präsentieren. Kunstwerke, da sagst du was. Du Eugen, da sagst du was. Nämlich der Rainer, der ist ja auch neu
Gott, so viele neue Sachen hier mit diesem Update. Dann gehen wir, glaube ich, erstmal dahin. Ich hoffe, der ist an seinem privaten Strand, weil da soll er ja anlegen. Kann aber gut sein, dass er heute einfach noch gar nicht Bock dazu hat. Lalala, privater Strand. Nope, sein Kutter ist nicht da. Das ist ja doof. Kann nämlich sein, dass er erst morgen da ist oder dass er allgemein nur random kommt. Und dass man dann da halt erst sein Kunstwerk kaufen kann. Und dass dann Eugen halt, also dass das Museum dann erst größer wird. Na gut, dann ist das so. Dann lass doch einfach mal ein paar von diesen Büschen einpflanzen irgendwo. Die Sache ist, ich habe jetzt halt überall Blumen platziert, weil ich ein Dummkopf bin und natürlich nicht damit gerechnet habe, dass ich hier jetzt so viele Buschsamen bekommen werde. Vielleicht werden wir noch ein paar Sachen los, wenn wir mit ein paar Bewohnern reden. Zum Beispiel mit der Silke. Endlich mal ein vernünftiger Bewohner, der bei dem Regen nicht rausgeht. Hier in dein Haus passt bestimmt ein Teekessel. Und den habe ich bestimmt nicht vom Guido geschenkt bekommen. Nein, nein. Oh nein, wir kriegen eine Schülermütze wieder. Hör auf, mir Sachen zu geben, die ich wieder weiter verschenken muss. Silke. Why? Charlie ist auch zu Hause. Dann geben wir denen auch noch irgendwas. Guck mal, eine Schülermütze. Die könnte doch bestimmt stehen, oder Charlie? Ah, oh, was? Das ist eine Schülermütze? Das ist doch keine Schülermütze. Oh, die sieht ja viel zu cool aus. Oh, die hätte ich behalten. Verdammt. Und er hat sie gleich wieder ausgezogen. So magst du also meine Geschenke, ja, so magst du sie. Ja, der Strickhut, den du mir gemacht hast, ist wirklich schön, Oma. Ja, ich werde ihn anziehen. Oh ja, sehr schön. Und sobald sie wegguckt, einfach wieder umziehen. So, dann noch beim Rudolf. Der Rudolf ist übrigens einer meiner Lieblingscharaktere inzwischen in meiner City, weil, guckt euch einfach mal sein Haus an, Leute. Das ist cool, ne? Der hat ja erstmal so eine richtig krasse Hi-Fi-Anlage und alles so in schwarz gehalten. Und der hat einfach zwei Gitarren. Also der Rudolf, der gefällt mir richtig gut. Das ist voll der Rocker hier. Ach, ich habe eigentlich gar nichts Gutes für ihn. Dann am Ende stellt er dann noch das Wählscheibentelefon hier aus und das wäre doof. Weißt du was, Rudolf? Ich komme gleich nochmal wieder. Ich hatte nämlich ein Schlagzeug gefunden. Das ist auch mega cool. Ich finde das eigentlich voll geil. Ich habe es hier auf den Campingplatz gelegt. Aber das wird jetzt der Rudolf bekommen. Einfach, weil er so ein cooler Dude ist. Hier oben muss natürlich jetzt auch noch irgendein Lied rein. Wir packen da neue Horizonte rein. Weil das passt zum Campingplatz. Das ist so eine gute Neuerung mit diesen Liedern. Das ist so cool. Und dann bekommt der Rudolf nämlich das Schlagzeug. Das passt hier zwar gar nicht so doll rein, aber ich glaube, er wird einen Platz dafür finden. Ach du dickes Eichhörnchen, ein Schlagzeug. Kriegst du einen Regenmantel, weil es regnet ja draußen. Bin gespannt, ob er es aufstellt. Ich hoffe mal. Weil dann wird das hier richtig zu einem Studio. Ich mag sein Haus. Rudolf ist cool. Ich glaube, ich packe die Büsche dann hier vorne hin, statt diesen ganzen Blümchen, weil die sehen meiner Meinung nach sowieso nicht so geil aus. Da würden Büsche, glaube ich, besser hinpassen. So, jedenfalls da erstmal alles voll. Ich kann leider nichts mehr mitnehmen, weil diese Chrysanthemen ja leider nicht gesteckt werden. Das war Bullshit. Aber ja, wir haben jetzt hier unser Nogmeilen-Plus-Dingens für den Tag abgeschlossen. 1000 Nogmeilen. Om nom nom, lecker Schmecker. Achso, und hier ist übrigens noch die Katharina, die jetzt neu bei uns eingezogen ist. Ist übrigens doch ein Wolf und kein Fuchs, obwohl sie Foxtrott sagt und rot ist und alles mögliche spitze Ohren hat. Für mich ist das sowas von ein Fuchs und kein Wolf, aber laut Wikipedia, oder laut dem Animal Crossing Wiki, ist das tatsächlich ein Wolf. Dir steht bestimmt ein Regenmantel sehr gut. Ich meine, es regnet. Bitteschön. Sie ist halt eigentlich so eine Hawaii-Frau und hat auch immer so, ist immer so leger gekleidet und so. Und ist voll cool drauf. Ah ja doch, das passt zu deinem Regenschirm. Die Katharina. Auch einer meiner Lieblingsbewohner jetzt inzwischen. Und hier können wir leider nichts machen. Ja, Guido, was willst du? Ja, ich kann die Emotion Missgeschick. Blick. Wie süß. Ich glaube, ich nehme das Klatschen raus, weil ich habe ja schon das Anfeuern. Das ist ungefähr dasselbe. Guck mal, wie viel ich hier schon habe. Und dafür kommt jetzt Missgeschick rein. Blub. Ich find's süß. Weißt du was, wir pflanzen hier jetzt einfach alles voll mit diesen Weiß-Chrysanthemen ein und care. Ich habe viel zu viele Blumen. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ah, ich sehe, du hast schon bei Aktivitäten zum Tag der Natur mitgemacht. Das freut mich. Ja, ja, immer in Aktion. Das sieht dir ähnlich. Du leuchtendes Beispiel für ganz Desimania. Und zu Ehren deines Umweltbewusstseins habe ich ein besonderes Präsent für dich. Der frisch gewässerte Traum jedes Gärtners. Eine Bastelanleitung für deine eigene Hecke. Gar nicht mal so günstig, muss man sagen. Aber hübsch. Aber da es hier natürlich jetzt super uneinheitlich einsieht, werde ich die andere Seite auch nochmal alles mit diesen Heckenassaseelen voll machen. Und in 2-3 Tagen ist das dann hier richtig hübsch bestimmt, hoffentlich. Ich hoffe, man muss nicht für diese Büsche jedes Mal eine Frucht essen. Das wäre richtig schlimm, um die umzusetzen. Oh Gott, bitte nicht, Nintendo, please, macht einmal was richtig. So, schön einheitlich. Hier vorne diese Papphügel finde ich übrigens auch richtig schön. Blumenlos werden, die keiner braucht. Hier zwischen fehlen bestimmt auch noch welche beim Rasenmäher. Ja, ja. Blum, blum, blum.
Ansonsten habe ich tatsächlich noch ein paar Sachen umgebaut, die ich euch zeigen könnte, aber ich glaube, ich will es nicht in dieser Folge. Deswegen mit diesen Upgrade-Gedöns und sowas sollte das erstmal passen. Wir haben zumindest einige neue Sachen gesehen, vielleicht. Viel Text wahrscheinlich. Dina, Dina, Flöhe, das geschieht ja ganz recht. Und ja, ihr habt zumindest diese eine neue Sache hier gesehen, nämlich das Café. Was ich sehr schön finde. Oh, man kann die sogar an- und ausmachen. Cool, das ist jetzt mein neues Hobby. Wow. Dann würde ich aber sagen, was ist mit dieser kurzen Folge? Ich hoffe, dann kommt der Rainer morgen, weil ich bin sehr gespannt auf dieses Kunstwerk-Gedöns, also mit diesen Fälschungen und sowas. Ist ja schon bekannt, dass es Fälschungen gibt. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und ja, tschüss.